Sieht aus wie ein Gemälde. Okay. Das ist interessant. Das sollte die letzte erreichbare Erinnerung sein. Deaktiviere die Sprache für alle außer Johnny. Fertig. Schnappen wir ihn uns. Die Position in der Zeitleiste lässt sich jederzeit mit dem Mauszeiger im oberen Bildschirmbereich anzeigen. Ach so, das hier, okay. Aha, ja, wir sehen schon hier, alter Mann, das ist die letzte erreichbare Erinnerung. Das heißt, ich habe ja schon mal, vielleicht hat es der ein oder andere von euch sich auch angeschaut, ich habe ja schon mal Overclocked Let's Played, ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, und da ging es auch um das Rekonstruieren von Erinnerungen nach Amnesievorfällen. Und da war auch die Strategie gewesen, dass der Psychotherapeut, quasi der Psychiater, dass er in die letzte erreichbare Erinnerung eintaucht und man sich Schritt für Schritt immer weiter zurückarbeitet. Und genauso scheint es ja auch zu sein, dass wir hier anfangen und wahrscheinlich mit jedem Schritt, den wir gehen, kommen wir eine Altersstufe zurück, immer weiter, bis Johnny am Ende nur noch ein Kind sein wird, wo wir ihm dann diesen Wunsch, dieses Verlangen zum Mond zu fliegen, einimpfen werden. Finde ich eine gute Idee, gefällt mir wirklich gut. So, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich nehme mal an, nach unten, oder? Hier oben wird ja wohl nichts sein. Okay, hier sieht eigentlich alles so aus wie in der Realität auch. Selbst das Musikstück liegt noch hier. Also wir scheinen wirklich kaum zurückgereist zu sein in der Zeit. So, da die anderen Räume, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich bin jetzt gleich mal durchgerusht, hier sehen wir es ja, die anderen Räume sind so ausgefranst, ich glaube, da kommen wir nicht rein. Das wird wohl so eine unvollständige Erinnerung sein, die uns direkt linear dorthin führt, wo wir hin müssen. Wir können natürlich mal hier schauen. Aber hier ist dasselbe, okay. Also müssen wir zum Leuchtturm. Na, lauf. So, da bin ich ja mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Wir sind ja jetzt in der Gedankenwelt von Johnny quasi. Eine Frau an seiner Seite? Ist das River oder Lily? Johnny? Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Mein Name ist Dr. Eva Rosaline und das ist Dr. von Matterhorn. Was? Dr. Lorenzo von Matterhorn. An der Stelle möchte ich mal kurz, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Anspielung auf How I Met Your Mother. Und zwar ist das ein Aufreißerspruch von, oder eine Aufreißertaktik von Barney gewesen, in einer Folge, in der es darum ging, dass es eigentlich schrecklich ist, dass die Leute sich bei neuen Dates mittlerweile immer mit ihren Smartphones gegenseitig googeln, um etwas über den anderen rauszufinden. Da war der Lorenzo von Matterhorn war eine Aufreisetaktik von Barney gewesen. Und zwar ging es darum, die Vorbereitung besteht daraus, man erstellt gefakte Internetseiten, auf denen man von seinem Pseudonym, das man sich geben möchte, zum Beispiel Lorenzo von Matterhorn, ganz viele Fake-Seiten erstellt, auf denen man die Heldentaten des Lorenzo von Matterhorn anpreist oder wie auch immer man sich nennen möchte. Und dann geht man in die Bar, sucht sich ein Mädchen aus und erwähnt ganz beiläufig seinen Namen, um kurz darauf aufs Klo zu gehen oder ganz kurz zu verschwinden, um ihr Gelegenheit zu geben, im Smartphone nach Lorenzo von Matterhorn zu googeln, wo sie dann sehen wird, er ist reich, er hat tausende Leben gerettet, er ist ein Tierfreund und setzt sich für alles Mögliche ein. Und daraufhin wird sie tierisch auf ihn stehen. Ja, soviel zum Lorenzo von Matterhorn. Könnt ihr auch einfach bei Google eingeben, da findet man das, glaube ich, direkt. Es gibt, glaube ich, sogar eine Internetseite dazu. Also mehr will ich jetzt auch gar nicht dazu sagen, aber find ich geil, dass sie solche schönen kleinen Anspielungen immer mit einbauen hier. Dr. Neil Watts. Ja, Grumbelbombe. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Oh, also Sie beide sind von der Agentur? Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Okay, es ist also wirklich Lilly. Hä? Lilly? Nun, um genau zu sein, haben Sie uns bereits angerufen. Huch?
Wir sind hier, um unseren Vertrag aus der nahen Zukunft zu erfüllen. Aber... Vorsichtig. Wenn sie uns von der Klippe stürzen, müssen wir diese Erinnerung neu laden. Hüte deine Zunge, Neil. Zeig etwas Respekt. Das ist nur ein Programm. Ich weiß, aber es ist seine letzte erreichbare Erinnerung und wir brauchen seine Hilfe. Im schlimmsten Fall laden wir sie einfach neu. Warum sollten wir damit Zeit verschwenden? Sie... Sie sind hier, um mich zum Mond zu bringen, nicht wahr? Ja, John. Mein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nicht gut genug, wie es aussieht. Also, können Sie das? Können Sie mich zum Mond bringen? Wir nicht. Aber Sie selbst können es vielleicht. Warum wollen Sie dorthin? Ich weiß es nicht. Keine Sorge, Sie können es uns ruhig sagen. Wir müssen es wissen, damit wir Ihnen helfen können. Wollen Sie den Ruhm? Das Geld? Es muss doch einen Grund geben. Irgendwie ist Dr. Watts total komisch. Ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. Tut mir leid, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich will es einfach. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Auftrag hassen werde. Nun gut, Johnny. Ich erkläre Ihnen, was wir tun werden. Wir müssen in Ihre Kindheitserinnerung gelangen. Die liegt weit zurück. Zu weit für einen einzigen Erinnerungssprung. Deshalb werden wir schrittweise durch Ihre Erinnerungen in die Vergangenheit reisen. Sie haben uns dafür in naher Zukunft schon die Erlaubnis gegeben. Sobald wir einen direkten Zugang zu Ihren Kindheitserinnerungen hergestellt haben, kehren wir hierher zurück. Dann kommt der Moment, an dem Sie uns helfen müssen, Ihre Kindheit so zu beeinflussen, dass Sie später Astronaut werden. Oder dass sich ein Riesenkatapult besorgen. Klar ist aber, Sie müssen mehr dafür tun, als ich weiß es nicht zu sagen. Solange Sie mich zum Mond bringen, werde ich tun, was ich kann. Gut. Folgendes. Um in die Vergangenheit zu springen, brauchen wir ein Memento, einen Gegenstand, der für Sie einen hohen Erinnerungswert hat. Haben Sie da etwas für uns? Okay. Der Hase, natürlich. Das sollte gehen. Nun, sollen wir? Ladies first. Okay. Wir können uns jetzt bewegen. Können wir noch Notiz zum Mond erhalten? Wir müssen zuerst das Memento vorbereiten. Ich möchte es mal noch nicht vorbereiten. Ich wollte noch mal schauen. Nein, wir können mit Johnny auch nichts besprechen. Okay. Also ich glaube, wir sind hier wirklich bloß eine Woche vor dem Zeitpunkt in der Realität oder sowas. Auf jeden Fall ist es nachdem seine Frau gestorben ist, auch wenn ich hier keinen Grabstein sehe, seltsamerweise. Ah nein, der ist ja unten. Stimmt ja, der ist ja unten beim Leuchtturm. Also, weil Lily ja noch nicht da war, als die River noch hier gelebt hat. Von daher müssen wir irgendwann in der sehr frühen Vergangenheit sein. Und der Hase, ich glaube, der Hase, der wird wohl... Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Origami-Hasen werden von River gebastelt worden sein. Und deswegen ist auch das Papier im Keller verstaut, weil Johnny selbst es einfach nicht bastelt und er benutzt es einfach nicht. Und wahrscheinlich sind die Räume, in denen die Hasen ausgelegt sind, vielleicht seine Refugien, seine eigenen. Denn der Hase und das Schnabeltier, die sind ja richtig auf kleinen Anrichten dort gewesen. Die sind ja richtig auf kleinen Sockeln haben die ja gestanden. Also das war fast schon so ausstellungsartig. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht seine kleinen Refugien der Erinnerung sind, in die er immer wieder zurückkehrt, wenn er an River denken möchte. Oder kehrte, als er noch konnte. Und damit würde ich sagen, los geht's. Bereiten wir das Memento vor. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das hier darstellt.
Memento vervollständigen, Kugeln anklicken, um Elemente zu drehen, okay? Ideal 2. Ich sehe es, okay. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Alles klar. Das Memento kann jetzt zum Gedächtnissprung aktiviert werden. Gut, dann wollen wir mal. Wir aktivieren das Memento und los geht's. Moment, was ist mit meiner Privatsphäre? Wir versuchen, sie so wenig wie möglich zu verletzen. Aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Und damit lassen sie Johnny allein in seiner Erinnerung zurück. Huch. Okay, wir sind etwas weiter zurück und hier stehen alle Hasen noch herum im Zimmer. Wir sind aber immer noch in der Zeit nach Rivers Tod. Ich denke, das wird diese komplette Phase hier sein. Schalte Sichtbarkeit und Interaktivität ab. Es wäre nervig, gesehen zu werden. Ja, zufrieden? Mein Gott, was sollen bloß diese ganzen Hasen? Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seiner Akte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Hä? Was zum... Hat er mich gehört? Das ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Okay. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Memento, das uns hier wegbringt. Okay. Wir sind Dr. Watts jetzt, okay? Alles klar? Mit Johnny, ja, wir sind ja auch ausgedünnt hier, also wir sind ja durchsichtig gemacht. Wir können auch nicht mit Johnny reden. Auch das Schnabeltier, das hier, also wir sehen es schon. Der Hase ist hier, das Schnabeltier ist hier. Die haben eine besondere Bedeutung für ihn, wie ich mir dachte. Und wahrscheinlich hilft ihm das, sich zu erinnern oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Auf jeden Fall können wir hier gar nicht interagieren, aber den Hasen können wir uns anschauen. Und wir müssen mit Objekten interagieren, um 5 Memory Links aufzubauen. Was auch immer das bedeutet. Ein mehrfarbiger Hase aus Papier, ja, das wissen wir. Na, bist du nicht was Besonderes? Hast 2 Farben, während all deine Kollegen aussehen, als hätten sie in Bleichmittel gebadet. Wie bitte? Du glaubst wohl, du bist besonders gruselig? Nun ja, da stimme ich dir zu. Der Typ ist seltsam, ganz ehrlich. Okay, wir können ja ansonsten auch nichts machen. Es ist auch interessant, hier steht noch nichts. Hier ist noch nichts eingerichtet. Außer dem Klavier ist hier noch gar nichts. Gut, die Uhr ist schon da. Die können wir auch auswählen, sehe ich gerade. Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Notiz zur Uhr erhalten. Okay, das gibt auch Memory Links, sehr gut. Und auch hier wieder können wir hier unten nichts betreten. Auch hier unten ist diesmal ausgefranst. Das heißt, wir müssen nach oben gehen, nehme ich an. Aber wir werden uns vorher noch den Regenschirm anschauen. Ich will nur erstmal die Notizen mir anschauen. Erst zum Mond. Ziel. Der Mond in Johnnys Erinnerung ist ein Vollmond. Alles klar. Die Uhren in Johnnys Haus ticken nicht. Ich weiß nicht, was es mit den Notizen auf sich haben wird, aber ich denke, das werden wir natürlich noch rausfinden. Halt, Moment. Ich wollte mir auch noch das Inventar anschauen mit den Gegenständen, die wir noch gefunden haben. Zimmerschlüssel. Schlüssel zur Kellertür. Jeder mag Schlüssel. Was ist das denn für eine Bemerkung? Das Plüschschnabeltier. Ein Plüschtier in Form eines Schnabeltiers. Nee, wirklich. In der Papierhase ein zweifarbiger Hase aus gefaltetem Papier. Okay. Alles klar. Dann der Regenschirm. Huch. Was war das denn? Oh. Ach, das scheint unser Memento zu sein. Und wir scheinen jetzt gerade... Genau, wir haben jetzt schon die ersten Memory Links draufgebracht. Die werden jetzt auch schon grau hinterlegt hier. Das heißt, wir müssen noch 3 finden und dann können wir diese Barriere dort wahrscheinlich zerstören. Gut, es gibt keinen zweiten, schade. Und hier oben scheint eine andere Erinnerung aus Johnnys Leben aktiv zu sein. Oder... Okay. Was haben wir hier? Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Okay. Das gibt uns jetzt sogar einen Punkt. Alles klar.
Die medizinischen Fachzeitschriften sind ja auch noch vorhanden. Halt, hier haben wir noch was. Ein alter, geflickter Rucksack. Stammt der aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Okay, mehr gibt's auch nicht dazu zu erzählen. Hier haben wir noch was. Ein Glas eingelegte Oliven. Bah, ich hasse dieses Zeug. Was gibt es daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das. Das gibt auch einen Memory Link. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, schauen wir noch hier unten. Lass es. Wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Führe mich nicht in Versuchung. Fragt sich, wer hier der Professionelle ist, ne? Nein. Einfach nein. Da verliert sie langsam die Geduld mit ihm. Okay, hier haben wir noch was. Frische Wildblume. Und da haben wir unseren letzten Memory Link gefunden. Also wir sehen schon, das Spiel ist auch nicht sehr herausfordernd jetzt unbedingt. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht, glaube ich, wirklich darum, mehr diese Geschichte für sich zu erfahren. Und das finde ich sehr schön gemacht. Also die gefällt mir wirklich gut. Die Charaktere sind bislang sehr sympathisch. Und diese kleinen Einlagen, diese kleinen Verknüpfungen, Anspielungen auf irgendwas in der Wirklichkeit gefallen mir wirklich gut. Die sind richtig schön. Okay, schießen wir mal hier drauf den Rest noch. Hadouken! Was? Was zum Henker war das? Was? Genug davon. Ab jetzt übernehme ich das Zerschmettern der Barrieren. Ist vielleicht auch besser so. Gut, bereiten wir das Memento vor. Das scheint es schon wieder für diese Erinnerung gewesen zu sein, aber wir sehen auch, wir sind kein ganzes Stück vorgerückt, sondern wir sind noch innerhalb dieser Erinnerung hier. So, schauen wir mal. Gut, nicht vergessen, die Kugel in der Ecke dreht alle Elemente in der Diagonalen. Okay, probieren wir das mal aus. Aha. Ah ja, ich sehe schon. Wenn sie es mir schon so sagen, alles klar. Gut. Bislang sind wir ja voll im Ideal, ne? Also wir sind bislang noch... Gut, bislang war es auch noch nicht schwer gewesen, die Dinge zu lösen. Und damit aktivieren wir das Memento und rücken weiter zurück in die Vergangenheit.